Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute geht es wieder mit dem Aldi-Copter, den QC70. Und den wollen wir jetzt mal fliegen lassen. Ich hatte ihn länger im Schrank drin liegen und gedacht, jetzt holst du mal raus. Wir haben jetzt hier stillen Wind, Windstille. Das müsste eigentlich wirklich gut klappen. So, das Ganze hier eingeschalten, dann die Fernbedienung eingeschalten und jetzt zu guter Letzt das Handy, das WLAN natürlich einschalten. Der Copter müsste dann erkannt werden, hier Mignon QC70 SE, wunderbar. Das heißt, jetzt gehen wir in das App rein, Magino und Fly, QC70 SE, Start und haben wir hier ein Bild drauf. Magino und Fly. So. Der Copter müsste betriebsbereit sein. Aufpassen, dass er wirklich einen Film auf hier. Ne, müssen es hier machen, muss ich erst mal überlegen. So. Irgendwie das richtig Power hier. Liegt er richtig irgendwie, hat er jetzt mit dem Höhenmodus ein Problem gehabt. Muss. Schneller Geschwindigkeit. Bleibt wirklich sauber in der Luft stehen. Der Höhenmodus wirklich ideale Geschichte. Nehmen wir schön Filmchen auf. Wunderprächtig. Wie gesagt, ideal ist wirklich Windstille zu haben hier, weil es wirklich sonst problematisch ist. So, ich habe ihn jetzt noch gekriegt. Wie hoch ich fliegen kann hier. Das ist ganz schön. Muss ich aufpassen, wenn ich Wind habe, habe ich ein Problem.
eine 3D-Rolle macht. Weil, das sagt mir ganz schön weg. Das war ein bisschen zu brutal hier. So, starten wir nochmal. Ja, ich muss jetzt zweimal hier Gas geben, damit er richtig in Höhe gewinnt. So, jetzt nimmt er wieder auf, genau. Ja, wie gesagt, fliegt noch gut. Wie gesagt, Akku kann natürlich mehr Power haben. Jetzt haben wir es nur 20 Grad, 25 Grad, ist nicht das Problem. Ja, auf 3 einstellen, draußen. Einfach genug Power habt, wenn Wind ist. Sonst habt ihr Schwierigkeiten hier. Es geht leichter Wind, da muss ich ein bisschen kämpfen. Zack, wieder abgestürzt, so was die Akkus hinten sagen. So, das blinkt da hinten schon. Das heißt, wir sind langsam unter Spannung. Das heißt, wir machen das wieder aus hier. Hier aus. Hier aus. All die Mignung ist wirklich wieder schön geflogen. Wie gesagt, idealer Quadrocopter für Anfänger. Allerdings, es darf wirklich jetzt wie eben gerade kaum Wind gehen. Also wenn er wirklich fliegen wollt, wirklich bei Windstille, weil der hat einfach keine Power mit seinen 3,7 Volt, um gegen Windböen anzukämpfen, der treibt dann ab. Und gerade als Anfänger hat man eben halt so ein bisschen Probleme da mit der Steuerung. Wie gesagt, Windstille oder Indoor, kein Problem, kann man wirklich schön fliegen. Hat aber keinen Propellerschutz mehr dazu. Wie gesagt, den vielleicht auch noch dran machen. Aber wie gesagt, also halt noch nicht ganz so, wird er schwerer, das heißt, die Flugzeuge ist ein bisschen länger. Aber wie gesagt, als Anfänger Quadrocopter immer noch sehr zu empfehlen. Und wie gesagt, ich habe ihn länger nicht geflogen gehabt. Und er hat wirklich sein Zeug gemacht. Beim Start gab es ein bisschen Schwierigkeiten, da hat er plötzlich keine Höhe genommen, keine Ahnung, ich habe nur gestartet, habe es Gas gegeben und trotzdem tat sich nichts. Dann habe ich halt nochmal nach oben gedrückt, das Gas. Und dann siehe da, er nahm eine Höhe an und flog mir dann hier gescheit meine Runden, machte, was ich wollte. Ja, wie gesagt, kann man nichts falsch machen, vielleicht eine neue Batterie wäre sinnvoll hier sich zuzulegen, weil die sind doch nicht ganz so qualitativ hochwertig. Und ja, kann man auch schön fliegen damit. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, ciao dann.